Hey zusammen, schön seid ihr wieder hier. In diesem Video werde ich euch meine Tipps und Tricks zu Vocal Runs geben. Ich werde euch zuerst was Grundlegendes dazu erklären, auf was das Ganze aufgebaut ist. Dann werde ich euch Übungen geben und die sind gut für Beginners bis zu Advanced. Also wenn ihr noch nie in eurem Leben einen Vocal Run gesungen habt, no problem, I got you. Und wenn ihr das Ganze schon seit Jahren macht, habt vielleicht auch noch die eine oder andere Übung, die euch was nützt. Danach in einem weiteren Teil werde ich euch noch eine Verzierung zeigen, die mag ich mega. Die könnt ihr allgemein im Singen reinbringen, aber auch bei Vocal Runs kommt die mega cool zur Geltung. Damit ist noch nicht fertig, ich werde euch auch noch am Schluss einen guten Trick zeigen, wie ihr Vocal Runs von anderen Sängern besser analysieren könnt. Und dazu gibt es auch einen mega easy Trick, den werde ich euch am Schluss des Videos noch zeigen. Hey, etwas, was ich noch am Anfang sagen will. Vocal Runs definieren euch nicht als gute oder nicht gute Sänger oder Sängerinnen. Es definiert nicht, ob ihr musikalisch seid oder nicht. Es hat nichts mit dem zu tun. Meiner Meinung nach sind Vocal Runs reine Übungssache. Lasst euch nicht entmutigen. Es ist einfach ein Skill, den man sich antrainieren kann beim Singen. Alright, let's go! Wenn du schon weißt, was die Pentatonik ist und was die mit den Vocal Runs zu tun hat, dann kannst du direkt weiterspringen zu den Vocal Run Übungen. Alright, die Pentatonik. Das ist eine 5-Ton-Reihe und ist eigentlich der Grundbaustein fast aller Vocal Runs. Also so 80% oder 90% der Vocal Runs, die basieren auf dieser Pentatonik. Das ist mega krass und mega cool für uns zu wissen, denn wir üben jetzt diese Pentatonik. Und ja, wenn ihr kein Klavier zu Hause habt, das wäre natürlich das Einfachste, dann kein Problem, es gibt Apps auf eurem Handy oder auf dem Tablet runterladen. Und dann geht ihr zu diesem Klavier und dann spielt ihr einfach die schwarzen Tasten. Das klingt so. Das ist die Pentatonik, diese 5 Töne. Man kann natürlich die Pentatonik von jedem beliebigen Ton ausstarten, aber am einfachsten ist für die, die nicht Klavier spielen, einfach die schwarzen Tasten. Alright, wir haben jetzt ein wenig die Musiktheorie gestreift. Ihr wisst jetzt, was die Pentatonik ist, wie ihr sie findet auf dem Klavier und was es mit den Vocal Runs zu tun hat. Das reicht uns für heute. Wir können eigentlich direkt zu den Übungen gehen mit diesem Wissen, das wir jetzt haben. Ich mache zuerst mit euch eine Vorübung und zwar werdet ihr durch diese Vorübung verstehen, was wichtig ist bei der Pentatonik-Übung. Und zwar machen wir einfach mal eine Dur-Tonleiter, die kennt ihr vielleicht vom Singunterricht in der Schule. Was uns jetzt wichtig ist, ist, dass jeder Ton einzeln ist. Also ihr macht nicht als ob ihr ein Klavier seid. Ein Klavier kann auch nicht so sliden. Dann, wenn das für euch schon easy ist, dann macht es schneller. Und ich mag mich noch gut erinnern, vor ein paar Jahren hat mir diese Übung auch Mühe bereitet. Also bei mir klang es dann irgendwie so. Irgendwie der Schluss war dann so. Findet einfach raus, welche Töne genau bei euch schwieriger sind. Und dann macht ihr diese langsamer. Also es kann sein, dass der Anfang gut geht. Und nachher macht ihr halt den letzten Schluss langsamer. Und das ist auch so eine Vorübung. Ihr könnt die auch mal hoch und runter singen, auch vor allem mal runter. Und irgendwann könnt ihr es halt dann immer schneller. Und diese Übung hilft euch mega, um eure Stimmbänder halt ein wenig flexibler zu machen, dass ihr mega schnell so von einem Ton zum anderen wechseln könnt. Jetzt kommen wir zum Kombinieren von diesen Sachen und zwar machen wir jetzt eine Übung mit der Pentatonik und zwar, dass wir es nachher so singen können. Das ist einfach nur die Pentatonik, so aneinandergereiht und deshalb üben wir jetzt die Pentatonik. Wir fangen ein wenig tiefer an als diese schwarzen Tasten von vorher und zwar von A. Einfach weil ihr dann keinen Struggle habt mit Bruststimme und Kopfstimme wahrscheinlich. Wir machen es mal langsam, wir können mit mir mitsingen. Cool. Und
Und jetzt gehen wir wieder hin, zurück, skippen und das üben. Wenn ihr das habt, könnt ihr es ein wenig schneller machen. Wenn ihr jeden Ton spürt und ihr so ein wenig eine Muscle Memory dafür entwickelt habt, dass ihr seid so, ja, meine Stimmbänder, die wissen jetzt, wo diese Töne sind, dann machen wir das mal jetzt ganz schnell und zwar ohne viel zu denken. Ihr macht einfach und ihr denkt, wie so ein Wasserfall, es geht einfach runter. Ihr könnt es auch noch ein wenig langsamer machen, als ich es jetzt mache. Und wenn ihr jetzt merkt, okay, das meiste funktioniert, aber es gibt noch ein, zwei Töne, die sind nämlich so geslidet, so wie, dann macht es wieder langsamer, findet raus, welche Töne das sind und übt einfach immer wieder so weiter, langsam, schnell, weil beim Langsamen entwickelt ihr diese Muscle Memory dafür und beim Schnellen lernt ihr es einfach zu machen, so wow, yeah, wie ihr es dann im Song halt anwendet. Und ja, einfach das Wichtigste ist immer, dass jeder Ton sauber bleibt. Falls ihr jetzt findet, so hey, diese Übung gibt mir jetzt schon genug zu üben, dann übt die mal eine Woche lang und dann kommt ihr wieder zurück zu diesem Video und dann nehmt ihr die nächste Übung für euch mit und ihr könnt diese Sachen einfach so im Alltag üben. Also meistens, wenn ich diese Sachen übe, dann bin ich irgendwie im Treppenhaus am Hochlaufen und bei uns zu Hause. Oder auch wenn ich im Badezimmer bin, dann ist halt der Hall so geil. Immer irgendwie beim Händewaschen noch. Meine Eltern, die wissen, dass ich die Pentatonik jetzt am Üben bin. Die hören das halt die ganze Zeit. Ihr könnt es leise machen. Die nächste Übung ist eine Steigerungsform von dieser und zwar fangt ihr an mit 5 Tönen, wow, und dann nehmt ihr immer den nächsten Ton der Pentatonik dazu. Der nächste wäre wow, wow, und dann wieder einer mehr, wow, geht halt auch so weiter. Und jetzt habt ihr 2 Oktaven Pentatonik gesungen. Ich finde immer, hochsingen ist schwieriger als runtersingen, weil die meisten Vocal Runs sind halt runter. Ich kann das Ganze auch hoch üben, da bin ich momentan dran. Aber das ist eine mega coole Übung, um die Pentatonik und Vocal Runs zu üben, weil fast alle Vocal Runs, wie gesagt, haben die Pentatonik irgendwie drin. Und wenn ihr die Pentatonik im Schlaf singen könnt, dann ist noch immer viel, viel einfacher. Die letzte Übung ist sehr, sehr, sehr fortgeschritten und die werden wahrscheinlich auch nur die verstehen, die was mit Musiktheorie ein wenig am Hut haben. Und zwar könnt ihr halt diese Übung mit allen Skalen, die ihr kennt, machen. Ihr könnt es mit alteriert, mit lokrisch machen, was auch immer. Einfach langsam anfangen, nachher schneller werden, hoch und runter singen, dass man es als Vocal Run nachher singen kann, das ist halt mega cool. Ist aber definitiv advanced und ich weiß nicht, wie oft man es dann wirklich brauchen kann, aber es ist halt nice. Und was ihr auch machen könnt, das ist mega cool. Das geht jetzt wieder an alle. Etwas, was ihr machen könnt, einfach so zum Spaß, ist einen Song, den ihr fühlt, einfach laufen zu lassen und dann könnt ihr Vocal Runs, also einfach mal Pentatonik hoch und runter dazu freestylen. Ihr könnt dazu kleine Melodien machen mit der Pentatonik. Und keine Angst, macht einfach mal die Übungen ein paar Mal und dann werdet ihr die Pentatonik spüren. Wisst ihr, was ich meine? Es ist dann nicht so, oh, wo muss ich anfangen? Sondern ihr fangt dann einfach an, macht die Übung einfach mal eine Woche lang und ihr werdet die Pentatonik immer mehr spüren und dann wird das kein Problem mehr sein. Und ein Tipp, den ich euch ans Herzen legen kann, weil ich habe das jahrelang falsch gemacht, ist, macht es lieber ein wenig langsam, aber dafür im Groove. Schaut, dass jeder Ton, den ihr singt, einfach schön im Raster ist oder ein wenig laid back, also ein wenig später. Hinterm Schlag ist ein wenig geiler als vor dem Schlag. Alright, ja, yeah. Das könnt ihr einfach machen zum Spaß. Wir kommen zu der Verzierung, die liebe ich über alles, die geht nämlich so. Und es gibt jetzt wahrscheinlich solche unter euch, die können das direkt nachsingen.
Und es gibt Leute, die sind so, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das nachsingen soll. Und ich werde es ja nochmal für die, die nicht wissen, wo anfangen, nochmal versuchen, so gut wie möglich runterzubrechen, damit man versteht, was passiert, während... Mach es ein wenig tiefer. Mach es mit zwei Tönen. Das sind Halbtöne. Wir nennen jetzt mal den höheren Ton 1 und den tieferen Ton nennen wir 2. Und wir wechseln auch mal hin und her. Wow, wow. Dann phrasieren wir es ein wenig anders und zwar wow. Also das 1 wird so angeschlagen, man geht kurz beim 2 vorbei, macht so wow. Hey, yee. Und dann machen die einfach immer das. Wow, wow. Und immer macht es schneller und irgendwann geht dieser Triller. Dieser erste Triller geht dann irgendwann immer schneller. Wow, wow. Irgendwann snappt dann wie so, weil eure Stimmbänder haben sich dran gewöhnt und kennen das dann einfach. Ihr denkt dann eigentlich nur noch den ersten Ton und den letzten von diesen 4 Tönen. Wow. Und dann könnt ihr es überall einsetzen, aber manchmal braucht es einfach so einen Moment, bis es diesen Aha-Moment gibt. Nehmt euch 5 Minuten am Tag und macht das mal über eine Woche, 2. Und dann kommt zurück zu diesem Video und kommentiert, wie es gegangen ist. Wir kommen zum letzten Tipp. Und zwar, ihr hört einen Song, es hat einen übelst geilen Vocal Run drin und ihr seid so, Anna, hilf mir, Vicky, das ist niemand von euch, ist so. Aber ich stelle es mir also vor, wow, cool. Und zwar, der Tipp heißt YouTube und dort gibt es nämlich ein kleines Zahnrädchen. Und zwar geht ihr dort drauf und dann stellt ihr genau das ein und dann wird das Video langsamer abgespielt und ihr könnt es wirklich ultimativ langsam abspielen, das richtig fast schon lustig tönt, aber ihr hört jeden einzelnen Ton von diesen schnellen Runs sehr langsam. Was mir unglaublich hilft, falls ihr ein Instrument spielt, weil das Ding ist, bei der Stimme sieht man ja nicht die einzelnen Töne. Beim Klavier, ich sehe die Tasten, ich weiß, wenn ich das drücke, dann kommt der Ton raus, aber bei der Stimme hat man das halt nicht. Und mir hilft es, also wenn ich einen neuen Vocal Run analysiere, dann spiele ich mit dem Klavier die Noten mit. Und ihr werdet sehen, dort hat es ganz viel Pentatonik drin, also das macht es schon mal einfacher. Und dann gibt es noch 1-2 Töne, die sind meistens ein wenig anders. Und dann könnt ihr es Stück für Stück am Klavier üben. Dann nehmt ihr die ersten 5 Töne, dann übt ihr das. Nehmt die nächsten 4-5 Töne, übt das. Wir sind am Ende des Videos angelangt. Falls es euch geholfen hat, euch weitergeholfen hat, auf irgendeine Art und Weise, dann... Vergesst nicht zu abonnieren. Ich werde versuchen, mehrere Videos so zu machen in diesem Style. Ich schaue jetzt mal, wie das ankommt, weil es halt etwas, was ich neu jetzt versuche. Deshalb lasst Feedback da, was ihr euch wünschen würdet, was ihr cool findet, auch noch zu lernen. Und dann, ja, schaue ich, was ich machen kann. Biete ich auch über Skype und Zoom momentan während Corona-Zeit Lessons an. Bei YouTube ist es halt ein wenig schwieriger, weil ich höre euch ja nicht. Das heißt, es ist halt ein wenig allgemeiner im YouTube und bei so... Einzellektionen kann man halt viel individueller auf jeden eingehen und deshalb, ich glaube, YouTube-Lektionen werden niemals die Privatgesangsstunden ersetzen können. Ja, wir sehen uns bald und ja, stay healthy, take care und ja, viel Spaß beim Üben, beim Singen. Alright, see you! Tschüss! Nein, nicht der Sound! Da ist jemand gerade am WC und immer wenn jemand die Spülung drückt, dann hört ihr Wasser bei mir.